So, willkommen zurück, wieder auf der Map Porta Westfalica. Ich habe mal so ein bisschen was nebenbei verkauft und ja, habe meine Kohle wieder so ein bisschen aufgestockt. Ja, gut. Habe mir natürlich auch gleich noch so zwei, drei neue Sachen gekauft. Und zwar hier einmal einen neuen Grashopper. Und zwar kann man da nämlich normalerweise, müsste das gehen hier, den richtig trifft, müsste da eigentlich der Frontlader dran gehen. Geht das nicht? Normal muss das gehen. Normal muss der Frontlader da dran passen. Komisch. Eigentlich sollte das passen. Sag ich doch. So, nun hat er einen Frontlader. Ah, das blöde Cosplay hier. So. Okay. Nun kann ich damit frontladern. So. Aber wir wollen was anderes machen. Und zwar habe ich dieses tolle Maschinchen hier gekauft. Super neu, einwandfrei und macht, ja, Ballen. Ich hoffe nur, dass sich der Anhänger dahinter hängen lässt. Oh, habe ich da Mist gekauft? Springt gar nicht an. Na komm, na komm. Ah, na also, läuft doch. So, und wir hoffen, dass sich dieses Ding dahinter bammeln lässt. Ich habe die Befürchtung, dass nicht. Das wusste ich. Ärgerlich. Naja, egal. Dann fahren wir halt so los. Ist ja egal. So. Oh, der läuft ja prima. So, und zwar werden wir damit jetzt erstmal ein paar Ballen pressen. In der Hoffnung, dass das Ganze mit Helfer vielleicht sogar funktionieren könnte. Ich würde es glaube nicht, aber naja. Aber mal schauen. Wahnsinnsgeschwindigkeit von 50 km/h. Wahnsinn. Meine Herren. So, waren wir hier im Feld? Ist, glaube ich, noch was drauf. Ja, die Wege sind natürlich hier echt heavy, ne? Also das ist nicht alles mal gleich um die Ecke. Ist da schon gemäht? Nee. Ach, da habe ich erst gesät. Na gut. Fahren wir hier rüber, fahren wir hier durch. Da hinten müsste was Gemähtes sein. Und mitten über den Acker wieder. Von innen ganz toll aus hier, so richtig spartanisch eingerichtet das Ding. Kurioserweise, Maus nach rechts, gucke ich nach links, Maus nach links, gucke ich nach rechts. Und so ein bisschen gemurkst, würde ich mal so sagen. So, dann kommen wir hier der Sache schon mal näher. Nehmen wir mal den Acker da hinten. So, Pickup senken und Maschinen einschalten. Auf geht's. Witzig ist, dass die Schaukelbewegungen vom Fahrzeug auch außen hin übertragen werden. Was sag ich für ein Geklecker hier auf der Seite? Ja, der Ballencounter, das ist halt auch Mod, ne?
geht eigentlich ganz gut mit dem Ding, weil muss man nicht so, muss man nicht immer noch einen Trecker für bemühen. Aber es gibt eine Ballenpresse, da ist hinten dran eine Möglichkeit, einen Anhänger hinterzuhängen. Damit könnte man den Anhänger, den ich da gekauft habe, eventuell da noch hinterhängen. Jetzt mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal umswitche oder so, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Geld habe, dass ich mir das dann vielleicht noch zulege. Die Rundumleuchte, ja. So, was soll ich sagen? Jetzt gehen wir mal kurz zu dem. Das ist der Verkehrte. Der war's, genau. So, hängen wir den mal hinter hier. Nee. Ankoppeln, nicht abkoppeln. Hallo? Lässt du dich da jetzt nicht hinterhängen? Das ist ja normalerweise alles hinterhängen. Hallo? Hä? Was ist das denn jetzt? Normal geht hier alles hinterzuhängen. Jetzt nicht so die optimalste Lösung, rückwärts zu fahren. Ist man nicht so der Schnellste mit. Das müsste sich aber eigentlich auch hinten hinterhängen lassen. Da stimmt irgendwas nicht. Ups, halt. Was mache ich denn jetzt hier? Machen! Ich muss der dahinter. Na, sag ich doch. Voll durch den Pfosten durch, egal. So, Frontlader wieder runter. Huch, nicht so weit. Und juhu. Irgendwo so die Richtung muss es sein. So, was haben wir denn hier als Hilfe? Nicht, gibt's Licht an. Irgendwo hier muss der Acker gewesen sein. Oder er hier? Hauptsache mittendurch. Hier. Schlender. So, normalerweise sollten die sich jetzt eigentlich aufladen. Und nicht das Licht angehen. Hä? Hallo? Sie tatsächlich ein Dings verhängen? Tatsächlich einen Trecker vorhängen? Gibt's doch gar nicht. Ja, holen wir halt einen Trecker. Hof ist ja nicht so weit. Kuh, geh aus dem Weg, ich komme. Husch, geh weg da. Ups. Fast ins Güllefass gefahren. Ich
weiß genau, ich hatte hier irgendwo einen herrenlosen Trecker rumstehen. Na gut, herrenlos ist er nicht, aber... Oh, Anhänger ab. Umspring an. Alte Kiste. So, und wieder mittendurch. Spart Zeit. Zeit ist Geld. Geld haben wir nicht, also mittendurch. Komm her, hier können wir so fahren. Hier habe ich ja mal gespannt, hier habe ich Hopfen angesät. Normalerweise müsste hier eigentlich irgendwas wachsen. Na, mal schauen. Dieses Forstpachten, das ist auch ganz interessant. Aber 98 Bäume, Abschlusskosten 22.000 für den Pachtvertrag und dann 133 Euro pro Tag. Fällig lieber die Bäume, die irgendwo rumstehen. So, jetzt mal gucken. Über 5. Die 5? Ah, gut, okay. Das hätte ich vielleicht wahrscheinlich auch mit dem anderen machen können. Gewählte Ladeart automatisch. So, Abladeseite wählen, Produkt. Abladen. Abladen will ich nicht. Ladeart wählen. J. Ladeart manuell. Automatisch. X. Heuballen. Quaderballen. So, normalerweise müsste er die jetzt eigentlich hier, wenn ich hier dran vorbeijuckle, eigentlich aufladen. Hallo. Aufladen. Achso. Ja. Automatisch laden starten. Hallo? Ach ja, ich bin zu schnell. Entschuldigung. Das heißt, wir gehen einfach mal mit 1 runter auf 24 und Attacke. So, automatisches Laden starten. Starten. Hallo? Das hat schon mal besser funktioniert. Also, automatisches Laden. So, vorherigen Produkttyp wählen. Ah, na, geht doch. Ich bin gar nicht zu schnell. Mann! Das spart einem nämlich auch ein bisschen Arbeit und Zeit. Natürlich jetzt mehrere hintereinander hängen, würde auch gehen. Nur irgendwann schafft es der Trecker nicht mehr, da muss man einen größeren Trecker für haben und naja, lohnt sich dann auch nicht wirklich. Nur wer diese Quaderballen schon mal mit der Gabel oder mit dem Greifer aufgeladen hat, der weiß, wovon ich spreche, wenn das Ganze hier so ein bisschen automatisch funktioniert. So, sieht schon gut aus, ne? Können wir hier noch ein bisschen, vielleicht bringt er diesmal besser an. Wirklich. Huch, da wollte ich hin.
meine, es müsste jetzt noch eine Lage, müsste nach oben drauf gehen, wenn ich nicht irre. Und dann ist auch voll der Anhänger. Weiter geht's. Ja, passt nicht ganz. Einer bleibt über. Oder? 2, 3, 4, 5 fliegen da noch. Ja, einer bleibt über. Ne? Ja, dachte ich mir. Okay. Gerade mal gucken. Aber da lässt sich noch zur Not noch ein Hänger hinterhängen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal holen wir uns den Hänger. So, dann bringen wir die Sachen noch mal eben schnell zurück zum Hof. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge damit mal nicht so lang machen. Ups. Und dann wollen wir mal schauen, was es als nächstes gibt. Vielleicht auch mal wieder eine Runde Minecraft. So, mal gucken, wo wir die Dinger loswerden. Die Ballen. Die Ballen auch hier loswerden? Ich glaube nicht. Mal gucken. So. Und abladen. Ich glaube, das war jetzt nicht so pfiffig, die da reinzuschmeißen. Ja. Nehmen wir sie wieder raus. Ja. Gut. Die Ballen. Wo lassen wir denn die Ballen? Ich hatte irgendwo ein Heizkraftwerk gesehen, aber da fahre ich jetzt nicht mit dem Ding hier hin. Da bin ich ja Tage unterwegs. Ich würde sagen, ich schmeiße die auf den Hof. So, Abladeseite wählen. Hinten, rechts und husch. Hm, sauber abgeladen, oder? Gut, aber wie gesagt, heute die Folge nur kurz. Und ich sage einfach mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Landwirtschaftssimulator 15 oder irgendwas anderes. Und ich sage, haut rein, macht's gut und tschüss.